herzlich zum Steff-Talk aus der Steff. Mein Name ist Klaus Vater. In der Steff ist es Usus, mit dem alten rheinischen guten Tag zu grüßen. Hier ist es doch Usus, sich umeinander zu kümmern, miteinander ein Kölsch zu trinken und zu helfen, wenn es nur der Mal ist. Das macht die Steff aus. Und das tun wir heute Abend auch wieder. Wir trinken ein Kölsch zusammen. Ich freue mich auch riesig, wieder hier zu sein. Mein Name ist Anne-Kathrin Palmer. Und wir haben heute Abend auch wieder zwei nette Gäste da, die mit uns gemeinsam Dinge diskutieren, die uns alle auf der Seele brennen. Was haben wir diese Woche gehabt? Okay, wir haben den Pferdefleischskandal, das werden wir bestimmt nochmal ansprechen. Aber wir haben auch ein Thema, was besonders auf der Seele brennt, und das ist Mieten. Wie bezahlbar ist Wohnen in der Zukunft? Und wie sieht das aus? Was gibt es für Pläne auch aus der Politik? Ich meine, da redet doch irgendwie auch jeder drüber. Kann ich in 20 Jahren überhaupt noch meine Wohnung halten? Neben mir steht jetzt Bettina Herlitzius. Sie ist Grünen-Bundestagsabgeordnete. Sie ist Sprecherin für Stadtentwicklung, ist für die Region Aachen zuständig, selber Architektin, und sie ist Mitbegründerin eines ökologischen Wohnprojektes. Und sie wird sich jetzt gleich mal vorstellen und wird mit uns darüber reden, wie sie sich das Wohnen der Zukunft vorstellt. Aber erstmal gebe ich wieder zurück an Klaus Vater. Danke. Ja, und neben mir steht ebenfalls ein Abgeordneter, Jan Mücke. Er ist Mitglied der FDP, ein FDP-Parlamentarier. Sind Sie einer der Jungen Linken, der Jungen Linken und Wilden in Ihrem Laden? Ich weiß gar nicht, ob wir so viele Junge Linke haben, aber ich bin einer der Jüngeren, sagen wir es mal so. Okay, das wird mal so festgehalten. Sie sind Staatssekretär, parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesbauminister, kennen also alles das, was mit Bau zu tun hat. Können Sie mir denn erklären, wie auf dem Prenzlauer Berg die Mietpreise zustande kommen? Macht die der Bauherr? Macht die die Bank? Macht die der Vermieter? Ist der Mieter daran beteiligt? Sagen Sie uns ganz einfach, wie kommen dort die Mietpreise zustande? Also das ist ein ganz vielschichtiges Problem. Und man kann keinen Einzelnen benennen, der dafür verantwortlich ist. Aber immer dann, wenn eine Wohnung neu vermietet wird, gibt es einen automatischen Drang, dann beim Eigentümer in der Regel doch ein bisschen mehr zu nehmen. Und dieser Drang ist umso höher, wenn beispielsweise gerade eine energetische Sanierung oder eine allgemeine Sanierung des Hauses stattgefunden hat. Wir haben in Deutschland ein relativ restriktives Mietrecht. Man kann Mieten nur erhöhen aus zwei Gründen. Entweder wenn der Mietspiegel das zulässt, also in einem Vergleichsmietensystem, oder zum Zweiten, wenn eine Sanierung stattgefunden hat, können jetzt nach neuer Rechtslage bis zu 15% in zwei Jahren der Sanierungskosten für eine Mieterhöhung genutzt werden. Und so kommen natürlich Mietpreise zustande. Aber generell muss man sagen, dass für die überwiegende Mehrheit der Deutschen sich an ihrem Mietpreis in den letzten Jahren relativ wenig geändert hat. Und das wird auch, glaube ich, künftig noch so bleiben. Ja, darf ich noch eine Frage an Sie richten? Wäre das denn vermessen zu sagen, wenn ich dieses Wort Drang auch mit Gier übersetzen würde? Würde ich Sie da fehlinterpretieren? Ich glaube, das ist wirklich eine Fehlinterpretation, weil natürlich jeder Eigentümer die Kosten, die ihm entstehen, bei einer Sanierung auch wieder verdienen muss. Alles, was ein Investor, ein Eigentümer in diese Immobilie steckt, muss er wieder zurückverdienen. Das ist ein normales Investment, wie wenn Sie zur Sparkasse gehen und Ihr Geld aufs Sparbuch legen. Dann wollen Sie auch eine angemessene Verzinsung haben, und im Moment ist die relativ niedrig. Und deshalb gibt es auch weil auch eine Unsicherheit beim Geld existiert, wird mein Geld in 10 Jahren noch so viel wert sein, gibt es einen regelrechten Run in die Immobilie. Und das drückt natürlich ein bisschen die Preise nach oben. Aber wichtig ist ja trotzdem, dass gerade die Menschen, die wenig haben, sich das Wohnen weiter leisten können. Und da haben wir, glaube ich, ein paar Rezepte, die gut dazu beitragen können, dass das so bleibt. Jetzt bin ich platt, aber nicht überzeugt. Und die Katrin ist dran. Ja, ich habe neben mir eine Grünen-Abgeordnete stehen. Und die scharrt schon ein bisschen mit den Hufen. Ne? Stimmt's, Frau Herlitzius? Vor allem bei dem Thema steigende Mieten und energetische Sanierung. Ist das wirklich die Folge, dass wir dann mehr Mieten zahlen müssen? Was meinen Sie? Das sind zwei Sachen, die nicht unbedingt miteinander zusammenhängen. Wir haben ja gerade in diesen interessanten Wohngebieten, in
Prenzlauer Berg, Kreuzberg, wo die Mieten einfach auf einem sehr hohen Stand ist, ja, durchaus auch Mieten für schlechte, unsanierte Wohnungen. Das heißt also, eine energetisch sanierte Wohnung ist nicht unbedingt auch der Garant für eine hohe Miete, sondern Mieten entwickeln sich viel stärker durch die regionale Lage der Wohnung, durch den Stadtteil, ob der gerade modern ist, ob der in ist, und daraus gehen die nach oben und dann nehmen, und das muss man dann auch so sagen, nehmen viele Eigentümer, Vermieter das auch einfach mit. Es ist Drang, es gibt viele Interessenten, und wenn einer mehr zahlt, warum soll es nicht nehmen? Unser Problem ist, dass gerade in diesen Lagen natürlich überhaupt kein Druck ist für die Eigentümer zu sanieren, weil sie kriegen das Geld ja auch so. Also sprich, attraktive Lagen, da wollen die Menschen wohnen, und sehr wahrscheinlich wohnen da demnächst auch nur Wohlhabende, entnehme ich dem. Sie wohnen in einem ökologischen Wohnprojekt. Wie sieht das aus? Wie haben Sie das gelöst? Ja, ich wohne in einem Wohnprojekt. Da war der Ansatz, warum ich da mitgemacht habe, auch damals als Planerin mit. Ich wollte sozialorientiert wohnen. Ich wollte in einer Gemeinschaft wohnen. Ich bin damals dort mit meinem Sohn eingezogen. Ich wollte auch in einer Gemeinschaft mit Kindern und verschiedenen Altersgruppen und Interessen wohnen. Das Soziale war eigentlich so der Hauptpunkt. Und wir haben zusätzlich natürlich damals schon über den Energiestandard gebaut, weil wir auch so ein bisschen, wir waren damals Architekturstudenten der RWTH Aachen, und wir waren auch ein bisschen verrückt danach. Wir wollten auch neue Sachen ausprobieren, und insofern passte das eigentlich ganz gut zusammen. Wir haben sogar jetzt vor 5 Jahren nochmal neu saniert, um wirklich nochmal auf einen anderen Energiestandard zu kommen, Holzpelletsanlage eingebaut, weil es uns einfach auch wichtig ist, langfristig günstig zu wohnen, weil ich gehe einfach davon aus, dass die Nebenkosten, Ölpreise, Gaspreise weiterhin auch steigen werden. Darf ich mal fragen, so Pi mal Daumen, wie teuer ist so eine Sanierung? Also wenn Sie das schon selber machen, können Sie vielleicht mal so den anderen so die Angst nehmen, dass das dann irgendwie in die Tausenden steigt. Also das hängt natürlich ganz auf welchem Standard ich mich bewege. Wie alt das Haus ist, ein Gründerzeithaus kann unter Umständen sogar günstiger sein, weil ich eine sehr gute Bausubstanz habe. Habe ich ein Haus aus den 60er, 70er Jahren, da muss ich eigentlich alles neu machen. Es gibt da Pauschalen auch vom Mieterbund und auch von Eigentümerverbunden. Man kann so, fängt bei 30.000 an, und es kann aber auch mal auf 70.000 oder auch mal auf 100.000 gehen, je nachdem, wie groß die Immobilie ist. Hängt aber immer davon ab, was ich mache. Aber ich muss ja nicht direkt mit 100.000 anfangen. Oft reicht es ja, wenn ich erstmal meinen Heizkessel richtig einstelle, dass ich die Leitungen dämme und vielleicht ein paar schlechte Fenster austausche und dann noch ein bisschen oben im Dach dämme. Damit habe ich schon mal einen ganz guten Grundsatz, und dann kann man so Stück für Stück sich weiter in die energetische Sanierung reinbewegen. Darf ich da mal einhaken? Selbstverständlich. Ich habe gelesen, in den Rentnerhaushalten wird heute rund ein Drittel ausgegeben nur für die Miete. Würden Sie mir erklären, ganz ernsthaft, wie ein Rentnerhaushalt an einer solchen Sanierung, wie Sie sie beschrieben haben, teilhaben kann? Ja, das ist uns klar. Wir haben wirklich teilweise Mieten, die jetzt schon am oberen Limit sind. Und wenn dann die Kaltmiete durch eine Sanierung noch weiter erhöht wird, dann kommen die Leute an ihre Grenzen. Wir haben ein Konzept dafür, ein Klimawohngeld. Und damit wollen wir genau diesen Sockel, die Erhöhung der Kaltmiete, um 1,5 Euro auffangen, damit es da nicht zu Mehrkosten gibt, gerade für diese Fälle, die Sie beschrieben haben, Rentner oder einfach Geringverdiener. Und die Möglichkeiten, dieses Konzept gibt es. Wir haben einen Energiesparfonds in unserem Wahlprogramm, oder wir werden ihn einbringen in unser Wahlprogramm, es ist ja noch nicht entschieden. Und das wollen wir natürlich finanzieren durch steuerschädliche Subventionen. Also wir haben uns das genau durchgerechnet, weil sonst kommen wir mit unseren Finanzern auch nicht parat. Und wir wollen zum Beispiel Kerosin besteuern, wir wollen Mehrwertsteuerbefreiung für Auslandflüge abbauen. Und da kommen schon ein paar Milliarden zusammen, und damit kann man sowas finanzieren. Fürchten Sie nicht, dass es dann Mieten und Vermietungen erster, zweiter oder dritter Klasse geben wird? Warum soll es die geben? Wir haben ja jetzt schon einen sehr unterschiedlichen Wohnungsmarkt. Wir haben Mieter, die Kosten der Unterkunft bekommen, teilweise Pauschalsätze. Teilweise werden die auch gezwungen, in schlecht sanierten Wohnungen zu leben, weil die Kommunen einfach eine Deckelung reinmachen. Wir haben Leute, die Wohngeld bekommen, und wir haben eben aber auch noch eine Reihe Mieter, die sich auf dem freien Wohnungsmarkt bewegen. Oder es gibt auch sogar noch ein paar Sozialwohnungen. Also es ist schon ein sehr... Ein paar Sozialwohnungen. Wollte ich gerade sagen, von 3 Millionen auf 1 Million oder wie viel haben wir noch? Ja, die Bindung läuft aus. Sie sind alle vor 20 Jahren gebaut worden. Die Bindungen gehen langsam weg, und die Kommunen haben
Und das will ich auch gar nicht so, das soll auch keine Schuldzuweisung sein an irgendjemanden, sondern wir Politiker und auch die Kommunen, wir haben einfach jahrelang vor Ort gedacht, wohnen, wieso wohnen, das funktioniert schon, die Märkte hatten sich entschärft und man konnte überall Wohnungen finden. Die Kommunen brauchen nicht mehr in Wohnungsbau zu investieren. Das war auch der Grund, warum Föderalismusreform die Wohnungsaufgaben einfach auf die Länder wieder geschoben hat. Die war ja ursprünglich beim Bund. Und man hatte einfach eine andere Einstellung. Und ich glaube, da ist was passiert in den letzten 5 Jahren. Und da ist auch das Bewusstsein ein Stück weit verändert worden. Herr Mücke, wie denken Sie denn über energetische Sanierung? Also generell ist eine energetische Sanierung sicher im Sinn sowohl des Eigentümers als auch des Mieters. Denn wir haben ja das Phänomen, dass uns auch die Betriebskosten in den Wohnungen davonlaufen. Und allein, wenn Sie sich die Strompreissteigerungen jetzt ansehen in den letzten paar Jahren, die Energiepreise sind massiv nach oben gegangen, dann kann man schon davon reden, dass die Betriebskosten eine Art zweite Miete sind. Und deshalb liegt es im Interesse von Vermieter und Mieter, dass es eine energetische Sanierung gibt, weil damit natürlich auch Betriebskosten eingespart werden. Wichtig ist aber, dass man die Anreize so setzt, dass auch ein Eigentümer diese energetische Sanierung macht. Denn wir haben ja gegenwärtig die Situation, dass eher zu wenige Vermieter sich entscheiden, eine solche energetische Sanierung für ihr Haus durchzuführen. Das liegt zum einen daran, dass eine gewisse Verunsicherung da ist, weil wir auch von politischer Seite, was die ENEF angeht, also die Energieeinsparverordnung, schrittweise immer mehr Verschärfung vornehmen und damit vielleicht auch eine Verunsicherung eintritt. Es gibt eine Vielzahl von Energieagenturen und sonstigen Informationsquellen, die nicht sehr übersichtlich sind. Und wir haben eine Förderkulisse, die auch noch sehr unübersichtlich ist. Und das führt eher dazu, dass im Moment viele Vermieter abwarten und sagen, energetische Sanierung ist für mich jetzt nicht das Hauptthema. Aber irgendwann muss man es machen. Und es ist auch das Ziel der Bundesregierung, dass wir in diesem Thema energetische Sanierung Anreize setzen. Für mich ist ganz wichtig, dass wir keinen Zwang ausüben auf die Eigentümer, dass sie sanieren müssen, sondern wir wollen Anreize setzen, damit diese Sanierung stattfindet. Dann haben beide was davon, Vermieter und Mieter. Genau das Wort Anreize, da möchte ich gerne noch was von Ihnen hören. Anreize ist ja schön und gut, aber man kann ja nicht einfach nur sagen, mach das doch, ist doch alles hübsch. Also wie wollen Sie das dann, dass das auch umgesetzt wird? Also ich meine, ein Anreiz muss doch eigentlich auch eine indirekte Forderung sein, oder? Nee, das ist eine ganz direkte Förderung. Wir haben ja mit dem CO2-Gebäudesanierungsprogramm 1,5 Milliarden Euro im Jahr, die wir über KfW-Kredite ausreichen. Und aber die werden ja nicht alle abgerufen, das wird oder? Vollständig abgerufen. Also das ist ein sehr, sehr erfolgreiches Programm. Damit können die sozusagen der Vermieter kann einen Kredit aufnehmen und er bekommt diesen Kredit zinsverbilligt um 1% niedriger. Und teilweise ist es so, dass die Landesbanken noch eigene Förderinstrumentarien mit dazu nehmen. In Baden-Württemberg beispielsweise ist es so, dass die Landesbank Baden-Württemberg noch mal 1% Zinsermäßigung gibt. Und dann haben wir ein Zinsniveau, das liegt teilweise sogar unter 1%. Und wenn Sie 100.000 oder 200.000 Euro für eine Haussanierung für unter 1%, großer finanzieller Anreiz, diese energetische Sanierung zu machen. Ja, und wieso satteln die Mieter dann, die Vermieter dann immer so drauf? Ja, sie können, ich glaube, es gehen zwei Dinge so ein bisschen durcheinander. Ja, wenn es einerseits gefördert wird und andererseits der Anreiz da ist, und warum gehen dann die Mieten so nach oben? Also das eine ist, wie wir die Wohnungsmärkte in Deutschland insgesamt betrachten. Mhm. Wir betrachten jetzt die Leute, die hier vor allen Dingen in Berlin zu tun haben, das aus der Brille der Berliner. Und die Hamburger und die Münchner und vielleicht noch die Frankfurter und die Düsseldorfer. Aber wenn man über das ganze Land sieht, dann haben wir keine Probleme in den Wohnungsmärkten. Wir haben die Probleme in einigen Ballungszentren, aber wir haben flächendeckend einen sehr ausdifferenzierten Immobilienmarkt. Es gibt Regionen, da haben wir sogar zu viel Wohnungen. Das betrifft mittlerweile nicht mehr nur die Region, wo ich herkomme, aus den neuen Ländern, sondern es betrifft auch einige Gebiete in Nordrhein-Westfalen, wo wir leerstehende Wohnungen haben und damit eigentlich große Verwerfung in den Immobilienmärkten. Dort fördern wir auch den Abriss. Wir haben die Städtebauförderung, die mit dazu beitragen soll, dass die Städte funktionieren. Auf der anderen Seite haben wir eben in einigen Ballungsgebieten dieses Problem und wir müssen uns immer vor Augen halten,
dass Immobilienmärkte Märkte sind. Wenn das Angebot knapp ist, dann steigen die Preise. Das heißt, wir müssen dazu beitragen, dass Investoren ein investorenfreundliches Klima vorfinden, damit sie in diesen Wohnungsbau investieren. Alles, was das verhindert, was diesen Wohnungsneubau verhindert, also ich sag mal überzogene Bauvorschriften, Bebauungspläne, wo von der Farbe der Dachziegel bis zur Bepflanzung im Vorgarten alles ganz genau geregelt ist, ist alles Gift für die Immobilienwirtschaft, sondern es ist ein Investment und jemand, der in diesen Bereich investiert, der möchte auch sein Geld zurückverdienen können. Alle staatlichen Regulierungen, die eher dazu beitragen, dass dieses Investment in Frage gestellt wird, sind Gift für die Immobilienmärkte. Deshalb müssen wir dazu beitragen, dass die Investitionsbedingungen verbessert werden. Wir brauchen, letzte Zahl, wir brauchen im Jahr ungefähr 170.000 Wohnungen Neubau in Deutschland. Und halten Sie sich vor Augen, wir haben jetzt in den letzten 2-3 Jahren erfreulicherweise sind wir weit über den 170.000. Bei 250.000 Wohnungen im Jahr sind wir im Moment. Das ist gut und vor allen Dingen in den Ballungsgebieten findet das statt. Aber es ist völlig für den Staat völlig undenkbar, dass er diese Investitionen vornimmt. Er muss auf private Investoren setzen, deshalb muss er die Investitionsbedingungen erleichtern. Aber ich habe jetzt noch gelesen, eigentlich werden zum Großteil Büros gebaut. Und das ist genau das Problem in den Städten. Also es werden Büros gebaut, also Neubauten für Büros, damit es also die Wirtschaft angezogen wird, was ja auch richtig ist. Also ich meine, die brauchen wir auch. Und aber der Wohnraum, der wird also, wenn nur hochwertig und unbezahlbar gebaut. Also das ist ja das, wo auch viele zurzeit also dagegen protestieren. Also ich kenne es aus Hamburg, ich kenne es aus Köln, ich kenne es jetzt sogar schon aus Berlin. Wie sehen Sie das? Ja, da können Sie sich vorstellen, dass ich das etwas anders sehe. Also man muss schon eine gewisse bauordnungsrechtliche Steuerung vornehmen in der Stadtplanung. So ganz kann man es dem freien Markt nicht überlassen, weil man nämlich dann genau das bekommt. Man bekommt einfach das, was der Investor, wo er sich am besten verrechnet. Und das sind im Moment Bürogebäude. Ganz einfach, deswegen werden die gebaut. Wenn ich das nicht will als Kommune, als Stadt, dann muss ich eben Bebauungspläne schaffen, innerstädtische Bebauungspläne, wo ich sage, okay, ab der Geschosshöhe muss Wohnen sein oder in dem Bereich ist Wohnen. Das kann ich vorgeben und das ist auch wichtig. Ich kann zum Beispiel auch über das Baurecht vorgeben, eine Erhaltungssatzung, wo ich genau differenziere, was in dem passiert. Und wir wollen, im Moment haben wir nämlich die Baugesetzbuchnovelle, mit dem Kollegen sind wir da jetzt dran, und wir Grüne wollen gerne, dass das wieder geschärft wird, das Instrument der Erhaltungssatzung, dass ich dort zum Beispiel auch Mieten für eine bestimmte Frist in einem bestimmten Gebiet einfach deckeln kann. Und das würde da zum Beispiel bremsend entgegenwirken. Weil wir haben natürlich schon eine Spirale, die die Mieten immer weiter höher treibt. Die Grundstückspreise gehen höher. Die Investoren müssen immer schärfer kalkulieren, um es noch interessant zu machen. Und dann geht das Ganze natürlich immer weiter. Und das wollen wir einfach in interessanten Gebieten, wichtigen Gebieten, wenn die Kommune es will, denen den Spielraum geben zum Steuern. Darf ich da mal nachhaken? Ich habe immer gedacht, und das entspricht ein bisschen meiner Lebenserfahrung, dass Wohnen und Mieten ein Stück Daseinsvorsorge sei. Wenn der Staat die Friedhöfe in eigener Regie hat oder die Abfallbeseitigung, ist es unlogisch, das Mieten einfach dem freien Markt zu überlassen. Man kann mit einer Wohnung Menschen erschlagen. Warum hat dieser Gedanke der Daseinsvorsorge im Wohnungsbau offenbar so wenig Geltung? Woran liegt das? Das liegt doch auf der Hand, dass der Staat, und zwar deutlich und regulierend, eingreift, wenn es darum geht, den Menschen ausreichenden Wohnungsbestand, Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Es kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass an irgendwelchen technischen, bautechnischen Fragen oder auch ideologischen Verklemmungen so etwas scheitert. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Wir haben in Deutschland auf zwei Säulen gesetzt. Beim Wohnungsbau. Wir haben einmal die Objektförderung, das heißt, wir haben jahrelang den sozialen Wohnungsbau gefördert, gerade den Wiederaufbau nach dem Krieg ist massiv gefördert worden, und wir haben aber parallel das Wohngeld. Wir wollten, dass eben die Leute nicht nur irgendwo in Ballungsgebieten, in sozialen Wohnungsghettos entstehen, wie wir sie in Frankreich, in Vororten haben, sondern wir wollten den Leuten einfach ein bisschen was auf die Miete draufgeben, damit sie sich auch in anderen oder in besseren oder in für sie einfach geeigneten Wohngebieten eine Wohnung leisten können. Und deswegen diese beiden Säulen. Davon ist aber leider eine Säule weggebrochen, weil wir letztendlich
minimal nur noch geförderten sozialen Wohnungsbau haben. Und da, glaube ich, müssen wir uns neu aufstellen. Und da muss auch der Bund sich neu aufstellen, ob wir da noch mal reingehen wollen, das zu machen. Darf ich eine weitere Frage daran anschließen? Hat mich immer gezankt. War es denn dann vernünftig und richtig, vor Jahren den Heuschrecken große Teile des Wohnungsbestandes in Deutschland zu beantworten und die zu Eigentümern zu machen? Nein, das war nicht richtig. Und würden Sie das auch zurück? Wenn ich könnte, abwickeln? Würde ich es zurück abwickeln. Und ich glaube sogar, dass wir einige Objekte in Zukunft abwickeln wollen müssen, weil sie stehen leer, sie sind verwahrlost, die Kommunen haben einen Schandfleck und sie haben vor allen Dingen städtebaulichen K.O. in ihrem Viertel stehen, was sie nicht mehr weiterentwickeln können. Im Baugesetzbuch hat selbst die Regierung das erkannt, also wollen Sie da auch an der Stelle loben. Es gibt einen Paragraphen, der das nochmal verschärft, aber für uns ist es nicht ausreichend genug. Wir wollen wirklich, dass wenn eine Schrottimmobilie in einer Gemeinde steht, dass die Kommune die Möglichkeiten hat, hier wirklich in Vorleistung zu gehen und sich das aber auch zurückzuholen dem Besitzer, wenn die Möglichkeiten besteht. Die GAGFAH-Bestände waren keine Schrottimmobilien, die waren gut. Ja, gut. Der Rentenversicherungsträger hat sie verscherbelt, weil er Geld braucht. Richtig. Gut, wir haben, also im Moment, das ist im Moment Baugesetzbuch, sind die Schrottimmobilien. Wir haben natürlich auch andere Bestände, die mittlerweile so weitergereicht worden sind, dass oft die Eigentümer nicht mehr wissen, an wen sie sich wenden. Das ist ein Problem, weil diese Fondsbesitzer natürlich überhaupt keine Interessen haben, richtig wohnungswirtschaftlich die zu verwalten. Und da müssen wir, glaube ich, auch mal Farbe bekennen. Also die Heuschrecken werden es künftig in dem Bereich schwerer haben. Wenn wir da die gesetzlichen Veränderungen bekommen, das ist einmal in der Fondsgesetzgebung, das ist aber auch im Baugesetzbuch, dann können wir es ihnen schwerer machen. Aber es gehört dazu auch eine mutige Gemeinde, die eine Wohnungsbaugesellschaft hat, die sagt, okay, wir machen es selber. Ne? Sie haben geschmunzelt. Ja, ich finde auch. Also Herr Mücke, Sie müssen jetzt also, Farbe bekennen. Raus damit, Farbe bekennen. Also das ist vollkommen illusorisch. Zeigen Sie mir die Kommune in Deutschland, die ihre Wohnungsbaugesellschaft zurückkaufen kann. Sie werden keine finden. Das ist ein vollkommen illusorischer Vorschlag. Und ich meine, ich kann das verstehen, weil Sie haben ein schlechtes Gewissen. Also nicht Sie persönlich, aber Ihre Parteifreunde. Denn die haben immer dort, wo sie regiert haben, Wohnungen privatisiert, auf Teufel komm raus. Also Rot-Grün im Bund, 2000, über 200.000 Eisenbahnerwohnungen. Rot-Rot hier in Berlin, die GSW, die große kommunale Wohnungsbaugesellschaft. Mir fielen noch ein paar andere Beispiele ein. Also niemand hat in Deutschland mehr ehemals öffentlichen Wohnraum privatisiert als Rot-Grün. Das kann man jetzt beklagen oder auch nicht. Also in meiner Heimatstadt in Dresden bin ich viele Jahre Stadtrat gewesen, fast 14 Jahre. Und wir haben unsere Wohnungsbaugesellschaft, nämlich die GAGFAH, die hier schon angesprochen wurde, auch verkauft. Und das war die klügste Entscheidung, die wir je getroffen haben. Weil wir damit die Verschuldung der Stadt Dresden von 900 Millionen Euro auf 0 Euro und 0 Cent zurückgeführt haben und dadurch in jedem Jahr im Vermögenshaushalt der Stadt 70 Millionen Euro Zinslasten sparen. Und dieses Geld investieren wir jedes Jahr in Schulen, in Kindertagesstätten. Damit holt die Stadt die Fördermittel vom Land ab und wir investieren in die junge Generation. Deshalb war das die klügste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Ich bin stolz darauf. Aber das, was hier angedeutet wird, dass irgendeine Kommune eine Wohnungsbaugesellschaft wieder zurückkauft, das halte ich für völlig illusorisch. Also ein bisschen kenne ich die Kommunen, das wird nicht passieren, da bin ich mir ganz sicher. So, ich glaube, Sie kriegen jetzt gleich eine prompte Antwort. Ja, Dankeschön. Vielleicht gibt es vereinzelt Kommunen, die das stemmen können, das ist richtig, aber die meisten können es nicht. Aber zwischen Hedgefonds und einer kommunalen Gebäudefirma gibt es ja noch ein paar andere Sachen. Wir haben Genossenschaften, wir haben öffentliche Wohnungsbaugesellschaften, wir haben private Wohnungsbaugesellschaften, die wirklich gut aufgestellt sind, die auch vernünftig sanieren und faire Preise anbieten. Die aber jetzt oder damals, als es bei diesen Verkäufen ging, wo Sie völlig recht haben, wo wir auch mitgemischt haben, ja, vor kurzem auch noch, ja. Also wir jetzt nicht, aber durchaus. Richtig. Doch, in Baden-Württemberg, da haben Sie regieren gerade in Baden-Württemberg. Und ein grüner Ministerpräsident in Baden-Württemberg hat gerade über die Landesbank Baden-Württemberg 26.000 Wohnungen privatisiert, an einer Heuschrecke. Ja, da muss er die Konsequenzen tragen. Das
Aber grundsätzlich sind die Erfahrungen, die wir gemacht haben mit diesen Verkäufen, nicht positiv. Und viele Kommunen oder viele haben es letztendlich massiv bereut, dass sie es gemacht haben. Und wir müssen jetzt gucken, wie wir Lösungen finden, dass diese Wohnung wieder in vernünftige Hände von vernünftigen Wohnungsbaugesellschaften kommen. Darf ich denn die Geschichte mal andersrum drehen? Ist denn mein Eindruck richtig, dass die große Privatisierungswelle in Deutschland vorbei ist? Dass die Kommunen und die Bürger sich mehr und mehr darauf besinnen, das, was ich habe, was wichtig ist für mein Leben, für meine Existenz, das will ich auch selber regulieren und beherrschen. Sodass auch der Bestand, den heute die großen privaten Gesellschaften haben, nicht ad calendas graecas in deren Hände sein muss. Auch das könnte wieder zurückgeholt werden. Wenn die Gesellschaft sagt, das ist uns so wichtig, dann kann man das zurückholen. Nochmal die Frage, ist die große Welle der Privatisierung vorbei und schlägt das Pendel in die andere Richtung aus? Also vorbei, glaube ich, ist sie nicht. Wir brauchen nur aktuell uns die Richtlinie von der EU, den Vorschlag ansehen zur Privatisierung der Wasserversorgung, was da im Moment gedacht wird. Also ich glaube, es gibt noch genügend Leute, die meinen, dass es uns heil bringt, wenn wir privatisieren und die glauben, dass ich Daseinsvorsorge privatwirtschaftlich organisieren kann. Ich halte das für einen völligen Fehlschluss, weil wenn ich Daseinsvorsorge wirklich mit einem Gleichbedeuten für alle in einer Region anbieten kann, kann ich das nicht betriebswirtschaftlich zu schwarzen Zahlen bringen, sondern da muss ich in schwächeren Regionen, in ungünstigeren geografischen Lagen, muss ich immer drauflegen. Und das gilt fürs Wohnen und das gilt aber auch für kommunale Netze, Wärmeversorgung, Wasserversorgung. Das heißt, kommunale Daseinsvorsorge kostet. In der Regel. Und da müssen wir uns drüber im Klaren sein. Und eine Privatisierung bringt eigentlich das, was wir zum Teil auch auf dem Strommarkt gemacht haben. RWE hat in NRW jahrzehntelang nichts investiert in die Netze. Und jetzt, wo sie ausgebaut werden, sind sie am Schreien und kommen nicht weiter. Darf ich noch ein anderes Thema anschneiden? Er hat gerade Einspruch erhoben. Vielleicht sollte er gerade noch seinen Einspruch geltend machen. Die Frage ist, wie man Privatisierung betrachtet. Denkt man nur an die Heuschrecken, an die sogenannten, oder denkt man an den Einzeleigentümer? Meine Vorstellung ist, dass wir eigentlich mehr die Perspektive der Einzeleigentümer sehen sollten. Wir haben ja das Phänomen, dass viele Deutsche glauben, dass sie ein Problem haben mit steigenden Mieten, vor allen Dingen deshalb, weil wir in Deutschland so viele Mieter haben. Aber das ist im europäischen Vergleich eigentlich eine Anomalie, weil in fast allen anderen europäischen Ländern ist die Wohnungseigentumsquote viel höher als bei uns. Und natürlich, bei einer Wohnung, die mir selber gehört, gibt es auch keine Mieterhöhung. Und deshalb streben ja auch so viele Deutsche gerade im Moment, wo wir in dieser Finanzmarktkrise sind und die Leute ihr Geld in Sicherheit bringen wollen, danach, dass sie Wohneigentum bilden. Und das ist eine positive, das ist eine gute Entwicklung. Wir haben im Moment eine Wohneigentumsquote, die liegt so bei 47%. Das ist absolutes Schlusslicht in Europa. Es gibt andere Länder, da ist die Wohneigentumsquote bei 90%. Da ist die Mietwohnung die absolute Ausnahme. Und alle Mieter, die in Deutschland sozusagen auf ihren Vermieter angewiesen sind und auf dessen Preiserhöhungspolitik damit auch, würden sich möglicherweise besser stellen, wenn wir mehr Eigentümer von Wohnungen hätten. Und deshalb bin ich ein entschiedener Verfechter davon, dass wir auch Menschen mit geringem Einkommen die Möglichkeit geben müssen, dass sie Eigentum bilden können. Dafür haben wir das Bausparen, die Bausparförderung, und wir müssen uns auch Gedanken machen, wie wir diesen Gedanken noch stärker umsetzen oder eine Förderung dafür geben, damit die Menschen mehr Wohneigentum bilden, dann haben wir auch diese Fehlentwicklung am Mietmarkt nicht. Gebe ich Ihnen komplett recht. Ich finde, man sollte Wohneigentum fördern. Was ist aber zum Beispiel, ich weiß nicht, haben Sie in Dresden eine Eigentumswohnung? Nee, aber hier in Berlin. Aber das ist relativ bezahlbar noch in Dresden, ne? Aber wenn man sich mal, gib mir mal bitte das Mikro zurück. Wenn ich mir jetzt überlege, ich hätte mir jetzt beispielsweise in Mitte versucht, eine Eigentumswohnung zu kaufen, hätte ich unheimlich gerne gemacht, nur ich hätte, glaube ich, irgendwie bis zu 800.000 Euro zahlen müssen oder sonst was. Oder jedenfalls, so waren auch die Preise in Köln. In Köln waren sie auch horrend hoch und in Hamburg genauso. Ich finde Förderung super, nur wie soll das dann laufen? Also, wenn ich ein geringes Einkommen habe, wie kann ich mir das dann leisten? Also, es kommt ein bisschen drauf an. Also Berlin ist, was die Neubaupreise angeht, in den letzten 2 Jahren massiv angestiegen. Und dann, das macht natürlich schwerer, Wohneigentum zu bilden. Ich habe meine Wohnung in Friedrichshain gekauft vor einigen Jahren schon. Da war der Quadratmeterpreis so um 1.500, 1.600 Euro. Das geht noch, oder? Das geht noch. Ja. Heute ist er
steil nach oben gestiegen, selbe Straße, über 3.000 Euro. Und da wird es dann schon schwierig. Aber wenn Sie eine Investitionsrechnung anstellen über 30 Jahre, was ja die Mindestnutzungsdauer für so eine Wohnung ist, dann lohnt sich das immer noch, einen Kredit aufzunehmen und stattdessen eine Eigentumswohnung zu kaufen. Ja, aber geben einem die Banken denn überhaupt Kredit, wenn man dann überhaupt keine Sicherheit hat und man sagt, okay, ich möchte jetzt hier, okay, Trollerfahrer, meine Tochter kommt vielleicht nochmal dazu. Nee, so einfach ist das so. Nicht. Ja. Das ist ganz klar. Also Sie müssen 20% Eigenkapital nachweisen, damit wir nicht solche Verhältnisse haben wie in den Vereinigten Staaten, ja, wo dann Immobilienblasen deshalb entstehen, weil Arbeitslose Kredite bekommen, ja, für Immobilien. Also das läuft bei uns schon ein bisschen anders. Wir haben ein Festzinssystem, kein variables Zinssystem. Das trägt auch mit dazu bei, dass die Immobilienwirtschaft keine erratischen Ausschläge macht. Aber wir haben mit der Bausparförderung, tragen wir mit dazu bei, und wir haben noch einige andere Instrumente, wie wir versuchen, die Wohneigentumsquote zu erhöhen. Wir sind erfolgreich damit, denn die Wohneigentumsquote ist eben von 42 auf fast 47% gestiegen in den letzten 10 Jahren. Das ist gut, das ist wirklich gut. Wie lange zahlt man denn ab für eine Eigentumswohnung in Friedrichshain? Ja, das kommt natürlich auf die Eigentumsverhältnisse an und ob man eine Sondertilgung vereinbart hat, ja, oder nicht. Aber ich glaube, dass die durchschnittliche Zeit so um die 20 Jahre liegt. Ja. Für eine normale Finanzierung um die 20 Jahre. Und im Moment ist ja das Zinsniveau sehr günstig. Das ist die sozialste, sag ich mal, das sozialste Umfeld, was man für die Finanzierung von Wohneigentum haben kann, durch das geringe Zinsniveau. Und die Zinsbindung, die Sie auf 10 oder 15 Jahre bekommen mit 3%, kommt das in den Bereich des Möglichen für ganz, ganz viele Menschen, die auch kein sehr hohes Einkommen haben, wie ich beispielsweise. Und deshalb sollten wir die Menschen auch ermutigen dazu, dass sie diesen Weg in das Wohneigentum gehen. Ich wollte Sie noch ein bisschen grillen. Darf ich das, Katrin? Ja, ja? Sie wollte gerade auch noch was sagen, dann gehen wir gleich an Sie weiter. Wie teuer darf denn eine Mietwohnung sein? Darf sie 30% des Einkommens kosten, 35%, 40% übersteigen auf einem engen Markt, auf dem wenig Wohnungen zu finden sind? Müssen es nur 25 sein? Das ist doch das, was die Leute interessiert. Muss ich künftig 30, 35, 40% dessen, was ich verdiene, ausgeben für eine Wohnung? Ich persönlich hier in Berlin bin ein gewisser Exot. Ich habe eine kleine Wohnung und zahle eine Quadratmetermiete von 6,50 Euro. Wahrscheinlich gibt es das nur noch in ganz wenigen Fällen. Aber das ist doch das, was die Leute wirklich wissen wollen. Was muss ich künftig abdrücken für eine Wohnung? Und wird das so viel sein, dass es meine anderen Lebensbedürfnisse zurückdrängt? Und da steckt auch die Angst. Die Angst ist natürlich durchaus begründet, wobei die Mieten sich natürlich relativ langsam in den meisten Regionen entwickelt haben. Es gibt wirklich einzelne Gebiete, einzelne Stadtgebiete, wo es ganz stark nach oben geht. Und da ist Wohnen, und das muss man leider feststellen, ist Wohnen nicht mehr für alle möglich. Das werden wir auch nicht, also so viel, da kann man auch nichts zuschießen. Was geschieht mit denen? Was geschieht mit denen, die sich das nicht mal leisten können? In jeder Stadt wird es Wohnungen geben müssen, die einfach vom Preis günstiger sind. Entweder subventioniert oder aufgrund einer anderen Lage. Sie werden sich in Miete keine Wohnung leisten können. Das wird einfach so sein. Aber vielleicht in Moabit oder in Charlottenburg. Also das heißt, wir werden regionale, immer wieder Wanderungsbewegungen innerhalb eines Stadtzyklus haben. Und es gibt Gebiete, die sind irgendwann hip und dann sind sie es nach 20 Jahren nicht mehr. Und das gehört einfach auch ein Stück weit zur Stadtentwicklung zu. Das ist ein Gentrifizierungsprozess, der erst hochgeht und der aber dann auch irgendwann ein Gebiet wieder ein Stück weit nach unten zieht. Das ist einfach Stadt und das macht auch die Kreativität aus. Ich wollte aber noch einen Satz sagen zu den Mieten. Wir sind ein Mieterland. Aber nicht, weil wir unbedingt nicht so wenige Leute die Möglichkeit haben zum Eigentum, sondern weil wir auch ein gutes Mietgesetz haben. Und das sollte auch so gut bleiben. Deswegen sind wir sehr kritisch mit den Änderungen, die Sie vorschlagen. Bei uns kann man vernünftig mieten.
und man kann vernünftige Verträge abschließen. Und deswegen ist der Mietanteil sehr hoch und wir verlangen es doch auch von den jungen Menschen. Sie sollen doch mobil sein, sie sollen doch ihre Arbeitsplätze entsprechend wechseln können. Und da brauche ich natürlich auch einen gewissen Markt für Mietwohnungen. Und dann noch eine andere Sache, die mich immer ärgert. Da wird immer gesagt, machen Sie eine Riester oder holen Sie sich eine Eigentumswohnung im Alter, da sind Sie mietfrei. Es ist ja völliger Quatsch. Eine Wohnung ist nie, selbst wenn sie mir gehört, mietfrei. Ich habe immer eine Unterhaltung und ich muss Rücklagen bilden. Und das tun wir nicht. Und deswegen haben wir teilweise so desolate Eigentümerstrukturen, so desolate Immobilien, weil einfach nicht zurückgelegt wird und nicht gesehen wird, dass ich eine Wohnung nicht nur energetisch sanieren muss. Ich muss sie auch mal hin und wieder modernisieren. Und das kostet einfach Geld. Ich habe noch eine Frage an Sie, genau in dem Zusammenhang. Wie sollen denn junge Menschen, 30-Jährige, mit Zeitverträgen über ein Jahr, mit Teilzeitarbeit, mit schlecht begonnener Selbstständigkeit etc. pp., das könnte ich weiter ausweiten und verlängern, wie wollen die denn Wohneigentum erwerben? Ja. Ist das auch eine Frage des Arbeitsmarktes und der Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt? Ja, ganz richtig. Also auch das, jetzt wird Herr Mücke wieder sagen, das waren Sie doch selber schuld. Zeitarbeit ist unter Rot-Grün eingeführt worden, aber so wie sie eingeführt worden ist, ist es nicht in Ordnung. Wir müssen dringend wieder dran Stellschrauben machen. Es muss Equal Pay sein und es muss vor allem eine Befristung sein der Zeitarbeit. Damit kriege ich die Auswüchse, wie ich sie habe, schon mal ein Stück weit wieder eingedämmt. Ein gewisses Maß an Zeitarbeit macht Sinn, weil es gibt gewisse Lagen in Betrieben, wo ich einfach für eine bestimmte Saison einfach Leute brauche. Aber dieses grundsätzliche Wildwuchs, wie wir den im Moment haben, ist nicht nötig. Parallel gehört natürlich dazu Mindestlohn und was wir auch, denke ich, was eine Entwicklung genommen hat, die wir nicht so vorhergesehen haben, das sind die 400-Euro-Jobs. Auch das hat quasi zu einer Zerschlagung von regulären Arbeitsverhältnissen geführt und meiner Meinung nach muss man die abschaffen, so schnell wie möglich, um den Arbeitsmarkt da ein Stück weit wieder zu stabilisieren, weil wir haben im Moment wirklich für viele, gerade auch für junge Berufsanfänger, Einkommenssituationen, mit denen man nicht bauen kann und mit denen man sogar teilweise noch nicht mal eine Familie ernähren kann. Wollen Sie da auch was zu sagen, Herr Mücke? Ja, das ist mir jetzt ein bisschen zu sehr Richtung Sozialpolitik. Wir wollten uns ja über Wohnungen unterhalten und die Immobilienwirtschaft, aber ich warne ein bisschen davor, dass wir sozusagen jedes Problem in Deutschland nur aus der Sichtweise prekärer Beschäftigung beurteilen. Also wenn ich mir vergleichbare Länder in Europa ansehe, in Italien, Spanien, Portugal, Griechenland, dann haben sie als junger Mensch, wenn sie 30 sind, nirgendwo mehr Chancen als in diesem Land. Und glaube ich, also das ist jedenfalls auch mein Eindruck, dass ganz viele junge Menschen diese Chance noch nutzen. Und das ist gut. Und wir sollten uns freuen darüber, wenn jemand hier in eine Ausbildung geht, dann ist das, hat er im Moment alle Chancen, das zu bekommen. Er wird dann noch anständig bezahlt. Und mich stört ein bisschen eine Diskussion, die immer von einigen zweifellos vorhandenen Fehlentwicklungen ausgeht, aber die große Masse nicht betrachtet. Ganz, ganz viele 30-Jährige stellen sich sehr, sehr gut da im europäischen Vergleich und für die gibt es auch die Möglichkeit, Eigentum zu bilden. Die Zahlen zeigen uns ja auch, dass sich gerade auch junge Familien dafür entscheiden. Also das CO2-Gebäudesanierungsprogramm, weil wir vorhin über energetische Sanierung gesprochen haben, ist vor allen Dingen auch ein Neubauprogramm. Über 40% der Mittel im CO2-Gebäudesanierungsprogramm werden für Neubauten aufgewandt. Und das sind bei den Antragstellern nicht alles nur Rentner, sondern das sind vor allen Dingen junge Familien und das ist gut so. Ja, die Renten hätte ich jetzt auch gar nicht so vermutet, ehrlich gesagt. Sind nicht gerade die älteren Menschen in der Gesellschaft diejenigen, die sich gegen sowas sperren, also gegen solche erneuerbaren Energien und energetische Sanierung und sonst was? Die sperren sich aus einem anderen Grund dagegen, weshalb wir auch immer versuchen, beispielsweise beim altersgerechten Umbau, leider haben wir im Moment im Haushalt nie die Mittel dafür, aber wir hatten vor 2 Jahren noch fürs altersgerechte Umbauen Zuschussvarianten, weil natürlich, wenn Sie gerade in die Rente gegangen sind mit 66, 67, in der Regel keinen Kredit mehr aufnehmen wollen, weil Sie sagen, das mache ich für meine Enkel, das ist eigentlich nie der Sinn und Zweck, oder auch vielleicht keinen Kredit mehr bekommen. Das kommt auch noch mit dazu. Und deshalb erwischt man, glaube ich, diese Klientel mehr mit einem Zuschussprogramm oder mit einer steuerlichen Förderung.
Deshalb finde ich es ja so schade, dass unser Gesetzentwurf im Bundesrat gescheitert ist, wo wir die steuerliche Förderung der Gebäudesanierung durchsetzen wollten. Denn mit dieser steuerlichen Förderung wäre es natürlich gerade auch für ältere Menschen, die steuerpflichtig sind und die ein gewisses Einkommen über Renten, Betriebsrenten, vielleicht auch über anderes Eigentum noch haben, um die auch mit zu aktivieren für diesen Prozess. Deshalb finde ich das so schade, dass Rot-Grün das blockiert hat. Aber vielleicht sind ja auch gerade Rentner damit überfordert. Also so, also, ne? Also wenn zum Beispiel meine Oma würde niemals einen Computer oder sowas benutzen, also vielleicht ist das gar nicht ihr Thema. Das kann ja auch sein, oder? Ja, wir haben ganz sicher ein Problem. 70% der Wohnungen gehören Immobilienbesitzern, die einmal nur ein bis zwei oder fünf Wohnungen haben, die sie vermieten, und die zum größten Teil auch, ich glaube, zu 60% über 55 sind. Das heißt, die sind in einer Lebensphase, wo man natürlich sehr genau überlegt, investiere ich nochmal, nehme ich nochmal einen Kredit auf, was ist überhaupt mit meinen Erben, wollen die das Haus haben, lohnt sich das noch? Und hier muss man wirklich ganz genau hingucken und beraten, über Stadtteilmanagement. Also unsere Zielrichtung ist, dass man energetisches Quartiersmanagement initiiert, dass wirklich ein runder Tisch im Quartier gemacht wird, im Stadtviertel, und man versucht, gezielte Lösungen zu machen. Weil unter Umständen ist es für eine ältere Dame wirklich sinnig, man lässt in dem Haus alles so, wie es ist, macht nur den Bereich, den sie bewohnt, vernünftig, neue Fenster, Heizung neu eingestellt und lässt sie einfach. Ne? Man muss nicht alles direkt investieren. Aber nebenan wohnt vielleicht eine Familie, die gerade noch ein Kind bekommt, und da macht es Sinn zu, weil die müssen heizen, das ganze Haus. Und da muss man energetisch sanieren und da bräuchte man den Kredit. Und diese differenzierte Beratung, die, glaube ich, kriegt man nur wirklich mit einem kleinteiligen Ansatz über einen Energiemanager vor Ort. Ein Grund, warum es nicht vorangeht oder nicht rasch genug vorangeht, ist doch, dass die Menschen zu wenig Kapital haben. Viele sich außerstande sehen, ein Projekt zu starten und durchzufinanzieren. Warum macht man in Deutschland nicht das, was in der Schweiz gemacht wird? Man gibt den Leuten die Möglichkeit, die Schuldzinsen von der Steuerschuld abzuziehen. Hat man in Deutschland ein paar Jahre gemacht, wurde wieder abgeschafft. Mit gutem Erfolg hat man das damals gemacht. Warum macht die Regierung das nicht? Ja, das ist eine relativ einfache Antwort. Weil wir fast 2 Billionen Schulden als Gesamtstaat haben und wir uns, größere Ausfälle im Staatshaushalt nicht mehr erlauben können. Also das muss man ganz klar sagen. Deshalb ist beispielsweise ja auch, um bei der Wohnungswirtschaft zu bleiben, die Eigenheimförderung abgeschafft worden durch die Große Koalition. Das war allein ein Betrag von um die 10 Milliarden Euro, der an Förderung rausgegangen ist. Und wir haben, das muss man ganz klar sehen, immer noch zu viel Schulden. Und trotz der Tatsache, dass wir ja eine gute Konjunktur haben und dass wir wirklich in Deutschland eine sensationell gute Entwicklung haben, machen wir in diesem Jahr immer noch Schulden. Und zwar um die 20 Milliarden Euro. Und dann in die restlichen Länder von Europa zu fahren und mit dem Zeigefinger zu sagen, ihr müsst aber sparen, das ist relativ schwierig. Also unterm Strich, der Staat hat sehr viel Geld, er gibt sehr viel Geld aus. Man kann sich darüber streiten, ob das an der richtigen Stelle ist. Aber wenn wir das jetzt machen würden, also ich glaube, das würde einen gigantischen Schub mitgeben. Ich würde mir wünschen, dass wir sowas wie eine steuerliche Förderung hinbekommen, weil die Deutschen Steuersparer sind. Das ist so, wenn sie dem Staat ein Schnippchen schlagen können, dann versuchen sie es. Und ich könnte mir vorstellen, dass man auch im Wohnungsbau eine Initialzündung hinbekommt, wenn man eben beispielsweise andere Abschreibungsfristen oder andere Abschreibungssätze hätte. Jetzt haben wir ja 2% im Jahr, das ist nicht so sehr viel, aber wenn man 3 oder 4% hätte, dann würde das schon eine Bewegung im Immobilienmarkt geben und natürlich auch die Investitionen in eine Immobilie erleichtern. Aber wir haben auch als Bauministerium da immer immer recht schwierige Diskussionen mit dem Bundesfinanzminister. Ach. Ich habe noch einen ganz anderen Vorschlag, mein letzter Vorschlag sozusagen. Warum pushen Sie nicht Genossenschaftsmodelle? Gerade in den Innenstädten, wo so wenig Platz ist, würde ich die Möglichkeit, auf genossenschaftlicher Basis Eigentum aufs Hoch zu ziehen, würde ich massiv fördern und stützen. Ich sehe das nicht. Also ich finde, die Genossenschaften sind ganz, ganz wichtig für die Wohnungswirtschaft in Deutschland. Die haben eine lange Tradition und es gibt kaum Wohnungsgenossenschaften, die beispielsweise pleite gehen. Was dafür spricht, dass diese Wohnungsgenossenschaften, weil sich alle auch als Eigentümer fühlen und es ja auch sind über ihre Genossenschaftsanteile,
auch sehr vernünftig wirtschaften. Und deshalb, also ich kann das nur sozusagen aus meinem Erleben immer schildern, wir haben einen großen Anteil in den Städten an Genossenschaften und ich hoffe, dass sich noch mehr Menschen dazu entschließen, sich in einer Genossenschaft zu engagieren. Und ich möchte auch die Genossenschaften ermutigen, in den Neubau zu investieren. Aber das ist natürlich, sie müssen ein Grundstück erwerben, dann haben sie die Baukosten. Und wenn dann noch die Vorschläge von Rot-Grün sich durchsetzen und dann auch für Neuvermietung beispielsweise eine Deckelung der Mieten eingezogen wird, dann wird diese Investition unterbleiben. Denn wenn ich Neubaukosten habe pro Quadratmeter von 8,50 Euro, aber ich darf nur 6,50 Euro nehmen, ja, dann baut keiner, weil sich die Investition nicht lohnt. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass man als Staat nicht übersteuert, weil man sonst das Gegenteil von dem erreicht, was man erreichen möchte. Es wird am Ende weniger gebaut, es kommen weniger Wohnungen auf den Markt, die Mieten werden noch viel rasanter steigen, als das jetzt der Fall ist. Und deshalb ende ich mit dem, was ich am Anfang schon gesagt habe. Wichtig ist, dass wir die Investitionsbedingungen für alle Investoren verbessern. Und das betrifft auch die Genossenschaften, die es schon gibt. Es ist, muss ich auch ganz klar sagen, es ist eine verdammt schwere Geschichte, eine Genossenschaft neu zu gründen. Und viele scheuen den Aufwand. Es gibt auch Vorschläge dazu, ob man das vereinfachen kann. Das Justizministerium wird jetzt in den nächsten Tagen dazu auch einen Gesetzentwurf vorlegen, um das zu erleichtern. Aber ich will auch ganz klar sagen, ein paar Grundvorschriften müssen einfach erhalten bleiben. Also bestimmte Prüfanforderungen etc. Denn sonst haben wir das Problem, dass tatsächlich eine Genossenschaft möglicherweise pleite geht, weil nicht ordentlich geprüft wurde und nicht ordentlich gewirtschaftet wurde. Und dann haben wir dem Genossenschaftsgedanken in Bärendienst erwiesen. Als Liberaler sage ich, Genossenschaften sind sehr, sehr gut. Es sind die einzigen Genossen, die mir wirklich lieb sind. Hartmut Schulze-Delitzsch war ja ein Liberaler. Der hat den Genossenschaftsgedanken in Deutschland mit vorangebracht. Darauf können wir stolz sein. Es ist gut, dass wir viele Genossenschaften in Deutschland haben, die diesen Immobilienmarkt auch stabilisieren. Ja, meine Güte, jetzt haben wir wirklich die Mieten hoch und runter diskutiert. Und wer weiß, vielleicht wird das ja auch mal so ein Wutdemo-Thema werden, dass die Menschen wieder deswegen auf der Straße gehen. Erste Ansätze gibt es ja schon. Ja, was hatten wir diese Woche noch? Wollen wir da gerade noch mal die Runde machen? Wir haben vorhin über Pferdefleisch geredet, da redet zurzeit jeder drüber. Wir haben eine grüne Bundestagsabgeordnete hier. Sie müssen jetzt eigentlich hier schreien und sagen, da sage ich Ihnen jetzt sofort was zu. Und wollen wir das doch gerade noch mal die Runde machen, Klaus? Aber klar. Ja? Wunderbar. Zum Pferdefleisch. Zum Pferdefleisch. Wann haben Sie das letzte Mal Pferdefleisch gegessen? Ich weiß es gar nicht, ob ich schon mal Pferdefleisch gegessen habe, aber ich glaube ja, weil in Aachen gibt es den rheinischen Sauerbraten und der ist manchmal aus Pferdefleisch. Also Pferdefleisch kann man essen. Pferdefleisch aber mit Rübenkraut. Mit Rübenkraut, ne? Richtig, und Rosinen noch. Aber das ist ja nicht das Problem, Pferdefleisch an sich, sondern das Problem ist ja, dass es nicht deklariert wird. Und das ist einfach ein Problem der Lebensmittelindustrie, dass die Verfahren entwickelt hat, wo nicht mehr nachvollziehbar ist, wo, wann, was, welche Bestandteile zukommen und wo die Fälschung oder das Falschetikieren so leicht ist, dass es wirklich überall passiert. Und da müssen wir über Zertifizierung ran, da müssen wir mehr Ehrlichkeit. Und wir als Verbraucher müssen aber auch ein bisschen ehrlicher sein. Also Qualität kostet einfach, hat ihren Preis. Herr Mücke, sagen Sie da auch, das reguliert der Markt von selbst? Also ich bin ehrlich gesagt zu wenig in dem Thema drin, muss ganz offen sagen. Also, regt Sie das auf, dass es also sowas wenn, gibt? Also wenn ich eine Lasagne kaufe und da sollte eigentlich Rindfleisch drin sein und dann ist Pferd drin, dann ist das ein Problem. Definitiv. Weil es könnte ja auch was anderes sein, Meerschweinchen oder Hund oder irgendwas anderes, was wir alle nie wollen. Ich habe noch kein Pferdefleisch probiert, ich kann also keine Aussage dazu treffen, ob das besser oder schlechter ist. Aber das ist aus meiner Sicht eine Frage, die so nicht sein kann. Und da muss es natürlich Lebensmittelkontrollen geben. Die gibt es auch in Deutschland. Ich bin ja Liberaler und kein Anarchist. Ich bejahe den Staat. Der Staat muss kontrollieren. Das ist ja ganz klar. Aber die Frage ist immer, wie weit treibt man das? Und ist so eine Kennzeichnungspflicht dann wirklich das Allheilmittel? Aber ich muss ehrlich sagen, nicht so sehr mein Thema und hänge mich gern bei Themen raus, bei denen ich mich auskenne. Bei dem Thema
Und Sie hatten da auch keinen Igitt, um Gottes Willen. Nachher war das so ein gedoptes Teil und das arme Pferd und überhaupt. Ich habe bei mir in den Kühlschrank geguckt, ob ich noch eine Lasagne habe. Gott sei Dank war keine mehr drin. Und Sie, hatten Sie eine drin? Nein, Sie kochen nur frisch. Ich habe noch nie eine gegessen. Und also mich ekeln diese Sachen, Fertigsachen. Also insofern ist es für mich kein Thema. Darf ich denn ganz einfach diese Runde mit einem Pferdewitz abschließen? Bitte, bitte. Das ist ein Pferdewitz, der etwas mit Bier zu tun hat und der noch in Köln spielte. In Köln gab es oder gibt es immer noch die beiden Originale Tünnes und Schäl. Und in der ganz, ganz schlechten Zeit, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, standen die beiden an der Theke und tranken ein Kölsch. Zwei Kölsch. Und der Tünnes sagte zu Schäl: Hör mal, Schäl, das Bier, das schmeckt mir nicht. Und dann hat er das Bier probiert und sagte: Ja, hast du recht. Hat das umgefüllt, in eine Flasche mitgenommen, hat gesagt: Ich gehe damit mal zu einem Doktor, der kann das richtig untersuchen. Der analysiert das. Ein paar Tage später treffen die sich wieder. Und sagt er zu ihm: Na, wie war denn bei dem Doktor? Ja, der hat das analysiert. Ja, und war der Soße gekommen. Das Pferd hat Zucker. In dem Sinne, das Pferd hat Zucker. Also es war wieder eine wunderbare Runde und ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen. Und ein bisschen Karneval war dann ja zum Schluss auch noch dabei, obwohl Karneval ja eigentlich vorbei ist. Und ja, vielen lieben Dank, dass Sie wieder dabei waren und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Schönen Dank.